Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute mal mit neuer Kamera, neuem Mikro, mal gucken, ob das was wird. Ich möchte mit euch zusammen ein Fullface im Asam schminken, Magic Finish. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Alle Produkte sind auch wie immer in der Infobox verlinkt und ich habe hier ein Licht vergessen. Ja, so ist, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Genau, ich habe einiges hier, hatte mir auch ein paar Neuheiten gekauft und die möchte ich gerne mit euch zusammen austesten. Ich starte mal hier mit dem Magic Care Glow Up Cream Produkt, das ist dieses hier. Es ist auch gar nicht so Ewigkeiten lange her, dass ich euch letztens mal ein Fullface geschminkt habe. Schon ein paar Monate, ne? Also das war auch mit den Mädels, mit denen ich, glaube ich, die Purish-Woche jetzt letztens erst nochmal gemacht habe. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet. Da läuft jetzt aktuell auch noch die Verlosung, glaube ich, ne? Denn jede von uns darf ja eine Purish-Box verlosen und ja, da haben wir unsere 7 Highlight-Produkte reingepackt. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten Produkt, was ich ganz neu habe, und zwar ist das Fresh Eyes Tinted Eye Cream. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur eine Augencreme ist oder ob wir damit dann auch wirklich mal so ein bisschen Farbe reinbringen werden als Corrector. Kommt hier auf jeden Fall ganz interessant raus. Ist so peachig. Okay, das ist wirklich so ein Under-Eye-Corrector. Mhm. Also deswegen ist es auch ganz gut, wenn ich mir den unter der Foundation auftrage. Damit wird man dann wahrscheinlich so ein bisschen auch Augenschatten neutralisiert bekommen. Aber wirklich nur minimal. Also das ist wirklich etwas, was man dann im Alltag trägt, ne? Hat jetzt auch keine Shade Range in dem Sinne, sondern einfach nur die Farbe, die ich jetzt hier auch habe, dieses Peachige. Und das macht es dann mit den Augen. Kann man machen. Ja, fühlt sich auch soweit so gut an. Ich hoffe, dass es dann auch unter der Foundation und unter dem Concealer gut funktionieren wird. Also als Corrector. Okay. Die Foundation wurde neu aufgelegt und da bin ich sehr gespannt drauf. Supercharge Serum Foundation habe ich in der Farbe 180 Rose Fair. Das ist diese hier. Und da will ich jetzt einfach mal schauen. Als ich das mit euch im Haul geswatcht hatte, sah die Farbe nämlich wirklich gut aus. Ich trockne die einfach ganz mutig schon direkt hier auf meinem Gesicht auf, jeweils einen Pumper. Und hier habe ich auch mal irgendwann mir diesen Foundation Brush von dem Asam gekauft. Damit werde ich das Ganze jetzt einfach mal verteilen. Also die Farbe passt, ne? Kann ich mich echt nicht beschweren. Die gleicht schön aus. Und also so auf die Distanz im Spiegel sieht es erstmal gut aus. Ich muss gleich nur mir das Ganze mal von nahem angucken. Dann kommt ja manchmal auch so die Erkenntnis des Tages. Okay, also ich sehe nicht wirklich Pinselstriche im Gesicht. An der Nase setzt sie sich gerade ein bisschen ab, aber das ist oft der Fall. Das ist einfach anatomisch bedingt, um das mal so zu sagen, dass wenn man da halt einfach so eine Möglichkeit hat, das Produkt sich ansammeln kann, das ist manchmal einfach passiert, ne? Ansonsten, so weit, so gut, kann ich mich jetzt gerade überhaupt nicht beklagen. Und da muss ich jetzt auch nicht unbedingt mit dem Schwämmchen nochmal drüber gehen. Das sieht schon mal gut aus, ne? Schön. Also die ist auf jeden Fall glowy, vor allem auch in Kombination mit der Glow Cream. Es ist verständlich, ne? Sieht meiner Meinung nach wirklich, wirklich klasse aus. Kann man sich anschauen. Die alte Formulierung davon hat mir gar nicht gefallen. Die hat sich ganz blöd abgesetzt, aber bei der hier habe ich meine Freude. Als nächstes verwende ich einen Concealer. Da habe ich diesen hier, Perfect Blend Concealer in der Farbe Ivory. Das ist so ein Stick Concealer und ich meine, dass es sogar der Lieblingsconcealer von unserer wundervollen Frühlingsrolina ist. Den verwende ich auch ein wenig als Abdeckstift. Ja, der ist halt einfach charmant, ne? Der macht halt eine schöne Deckkraft und setzt sich null ab. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Übrigens, Code habe ich jetzt selber nicht, aber Maxim hat einen und Alina, die blende ich euch mal ein. Also müsst ihr einmal YT-Maxim und YT-Rolina sein. Damit müsstet ihr 15% Rabatt bekommen, wenn ihr dort direkt bestellt. Die Produkte kriegt ihr aber auch bei Rossmann. Hier habe ich dann doch das Gefühl, dass ich nochmal mit dem Schwämmchen hinterhergehen muss. Ich meine, dass ich das Schwämmchen auch mal in so einem Schwammset bei M. Asam selber bestellt habe. Weil ansonsten habe ich hier so ein bisschen die Pinselstriche, weil die Konsistenz von dem Concealer natürlich auch etwas dickflüssiger ist, ne? Also flüssig ist gut, das ist einfach ein festes Produkt. Und ja, sehr empfehlenswert und so strahle ich jetzt einfach mal vor mich hin. Gefällt mir von der Base her sehr, sehr gut, weil das so ausgeglichen aussieht. Und da muss ich, glaube ich, nochmal verblenden.
Als nächstes mache ich mir so ein bisschen Farbe ins Gesicht quasi. Ne? Da habe ich sowohl Cream- und flüssige Produkte als auch nachher pudrige Produkte. Als erstes verwende ich den Cream Contour Stick in der Farbe Light to Medium. Das ist dieser hier und da schwärmen ja viele von. Ich habe den noch gar nicht so super häufig verwendet, aber die Male, wo ich ihn verwendet habe, hat er mir recht gut gefallen. Ja, hier mache ich eigentlich immer nur so ein bisschen. Und auch hier wieder ne, mit meinem freundlichen Foundation Brush und der lässt sich halt auch schön ausblenden. Für mich ist jetzt die Frage, verträgt er sich auch mit der Foundation? Sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Joa, es ist netchy, ne? Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Vielleicht bin ich hier ein bisschen tief gekommen, da kann man hier noch ein bisschen korrigieren. Ja, das ist ein tolles Produkt, was ich euch empfehlen kann, ne? Kann man auf jeden Fall gut machen, was reden. Als nächstes möchte ich ein bisschen Cream Blush verwenden. Da habe ich zwei verschiedene und ich habe zwei Seiten. Ich glaube, ich verwende wirklich auch beide. Da habe ich einmal hier den Magic Finish Velvet Cheap, Lip and Cheek Tint in der Farbe Terracotta. Das ist dieser hier. Oh ja, der war auf jeden Fall stark pigmentiert. Na, jedenfalls im ersten Auftrag. Hä? Doch, ja, jetzt kommt er. Aber sehr subtil, ne? Gut, ich habe ja auch nur zwei kleine Pünktchen aufgetragen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dich irgendwie wegbeamt. Hatte ich das nicht beim letzten Mal auch so? Ich meine, er verbindet sich relativ gut mit der Foundation, wird jetzt nicht irgendwie merkwürdig fleckig oder so. Aber es ist nicht cool, finde ich. Nee, der trägt die Foundation auch ab, Quatsch. So gut verbindet er sich nicht mit der Foundation. Nee. Den braucht man jetzt nicht unbedingt. Dann gucken wir uns mal den Lip Cheek Shimmer 3 in 1 Balm an. Und das ist dieses schöne Herz, das habe ich ja auch schon mit euch verwendet. Und ich gehe mit dem Finger erstmal rein und habe mir hier ordentlich was auf dem Finger gegeben. Der ist auf jeden Fall von der Farbe her ein bisschen kühler unterwegs, ne? Ja, der ist auf jeden Fall besser, finde ich persönlich jetzt so. Ne? Also er verbindet sich viel, viel besser mit meinem Gesicht, mit der Base und so. Also mir gefällt der. Doch. Der ist schön. Auch wenn das natürlich jetzt nicht so beautiful hier drin aussieht und so. Ich finde es positiv, dass die beiden Fännchen auch mit dem Steg getrennt sind. Also den kann man machen. Bei dem nächsten Produkt bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich den jetzt über oder unter der pudrigen Geschichte auftrage. Das ist hier dieser Highlighter Stick. Der ist jetzt recht neu in der Farbe Jackpot. Und der ist relativ gülden. Ne? Den trage ich mir jetzt am besten mal mit dem Finger auf, weil der wirklich ne, sehr, sehr gold ist. Also schon sehr, sehr gold. Ja. Also ich trage mir den nicht auf, weil er gold ist, sondern weil als ich den geswatcht hatte, sah der doch relativ subtil aus. Vielleicht ein Tick zu dunkel jetzt für mich. Mehr was im Sommer. Kann man machen. Ist eigentlich ganz schön, doch. Doch, der ist eigentlich echt schön, oder? Ja, mag ich wohl leiden. In genau der gleichen Verpackung wie der Contour Stick ist der übrigens. Jetzt brauche ich ein bisschen Lippenpflege. Da habe ich hier auch einen Marble Lip Balm von M. Asam. So, das ist schon mal soweit so gut. Ich möchte jetzt aber auch noch eine Lidschattenbase verwenden. Der Eyeshadow Primer ist jetzt nämlich auch ganz, ganz neu im Sortiment eingezogen. Und auch der ist natürlich in der Infobox verlinkt. Ich gebe mir davon einfach mal ein bisschen was auf mein Augenlid. Oh, sehr fest, okay. Hä? Will gerade nicht rauskommen. Hallo? Oh, muss wirklich sehr doll drücken. Eine ganz, ganz feste Konsistenz. Und hier habe ich jetzt auch das Würstchen. Sehr fest. Okay, der ist recht hell, aber dann durchsichtig auf dem Augenlid, was ich immer positiv finde. Fühlt sich tatsächlich auch von der Konsistenz her an wie dieses Magic Finish. Kannst du am besten mit dem Pinsel so verteilen, ne? Widmen wir uns dem Puder. Das ist ja so ein Klassiker hier. Einmal das Final Touch Setting Powder. Ich habe jetzt hier die Farbe Bare Skin, also das ist einfach ein loses Puder. Hat hier so ein Netz drin. Und dann nehme ich hier so ein Puffelding. Ich glaube, das war auch ursprünglich in diesem... war das da nicht sogar mit drin? Ich weiß es nicht. Habe ich auf jeden Fall in meinen Schwämmchengeschichten gefunden. Und das arbeite ich mir dann erstmal in meine Handinnenfläche ein. Und kann dann damit unter meinen Augen setten und auch auf meinem Auge drauf. Und das ist so mit eins meiner liebsten Setting Powder im Drogeriesegment, ne? Aber eigentlich auch generell, weil das hat eine richtig, richtig tolle Wirkung. Es gibt einen schönen Weichzeichner-Effekt und es hält auch wirklich gut. Damit setze ich jetzt einfach mal überall dort, wo ich auch Concealer aufgetragen habe. Und gleich für mein komplettes Gesicht habe ich noch ein anderes Puder.
Ja, aus allen Kategorien habe ich hier ganz schön viele verschiedene Möglichkeiten, ne? Denn hier habe ich auch noch das Satin Compact Powder in der Farbe Ivory. Ich weiß nicht, ob es das auch so generell im Standardsortiment gibt. Habe ich mir auf jeden Fall damals gekauft und ich mag das gerne leiden. Bei mir ist es halt irgendwie ein bisschen gebrochen. Da muss ich etwas aufpassen. Das bricht immer weiter und weiter. Das ist echt schade, denn eigentlich ist das Puder an und für sich total toll. Hier muss man auch ein bisschen aufpassen, weil das wirklich auch eine leichte Deckkraft mit dabei hat. Ich mag das aber in dem Sinne ganz gerne, weil das halt nicht so super tot abmattiert. Also wenn du wirklich eine matte Geschichte haben möchtest zum Setten, dann ist da das lose Puder dein Freund, ne? Aber wenn du sagst, ich möchte insgesamt in meinem Gesicht noch ein bisschen was von dem Glow durchsehen, zum Beispiel von der ziemlich coolen Foundation oder dem Primer oder so, dann hiermit auf jeden Fall nochmal arbeiten. Jo. Ne? Kann man machen. Sieht ziemlich nice aus. Also M.A.-Sam ist sowieso eine Geschichte, was die Make-up-Produkte angeht. Für mich persönlich immer so eine Art No-Brainer. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die Produkte weitestgehend funktionieren. Schade, dass das Puder so dann aussieht. Ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich da, was ich da und warum ich da... Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ist halt auch jetzt für mich zum Lagern schwierig. Egal. Also, in dem Adventskalender hatte ich den Dream Glow Loose Bronzer. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das was wird. Holiday Skin ist die Farbbezeichnung. Und ja, ein loser Bronzer kann schnell zu viel werden auf der Haut. Vor allem, weil der wirklich warm ist. Ne? Der ist auch ein bisschen dunkler, als das normalerweise bei mir so in Einsatz käme. Wo ist denn hier der Klebi? Also, ich werde das jetzt so verwenden, wie ich auch lose Puder verwende. Ich gebe mir... Oh, das war wahrscheinlich schon wieder zu viel. Ich gebe mir davon ein bisschen was in meinen Deckel. Dann nehme ich meinen Pinsel, arbeite das, was ich im Deckel habe, in den Pinsel ein. Dann klopfe ich das ab, was als überschüssiges Produkt hier so drauf ist. Das fällt dann wieder zurück in den Deckel. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass es nicht zu viel ist. Ne, ist es nicht. Huh, Gott sei Dank. Okay, okay. Und damit kann ich jetzt mein Gesicht aufwärmen. Oh, der hat auch noch, also wie der Name ja schon sagt, Glow mit drin. Ich bin ja nicht so Ultra-Fan von Glowy Bronzern. Aber das sieht, ja, da ist ein Fleck. Aber das sieht im Großen und Ganzen gar nicht so verkehrt aus. Aber halt sehr, sehr warm, ne? Das muss man mögen. Huh, 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 Sammy, was hat Frauchen da getrieben? Machen wir hier mal so... Ja, und dadurch, dass der Glow hat, sieht er auch schnell fleckig aus. Aber an und für sich ist der nicht verkehrt. Aber muss man vielleicht noch ein bisschen mit üben. Und wahrscheinlich etwas weniger auftragen. Ja, das sieht nämlich besser aus. Viel, viel besser, ne? Okay, ja. Was hat sie hier nur getan? Egal. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Muss ich ein bisschen mit spielen? Wie gesagt, ich bin kein Ultra-Fan von Glow-Bronzern. Da muss ich nochmal gucken, wie wir beide miteinander zurande kommen. Weil ich habe hier jetzt auch wirklich so einen sehr subtilen, aber für mich tatsächlich sichtbaren goldenen Glow auf dem Gesicht. Was jetzt bei meinem kühlen Hautton immer ein bisschen schwierig ist. Ich verwende jetzt einen Blush und da, ja, weil ich ja nicht schon warm genug aussehe, da habe ich diesen hier Satin Blush in der Farbe Peachy Rose. Ist so ein ja, Produkt, was ich mal irgendwann... Ich glaube, sogar in der Mystery Box oder so drin hatte. Und ja, den trage ich mir hier einfach auf. Das sieht immer weird aus, wie ich meinen Blush auftrage, das weiß ich wohl. Aber also für mich hat das da eben genau den Effekt, den ich haben möchte. Ne? Kann man machen. Finde ich nice. Mag ich gerne leiden. Und meine Base gefällt mir wirklich gut. Ich habe jetzt hier auch noch einen Highlighter. Das ist dieses Glow Powder Baked in der Farbe Superpower. Ich meine, dass ich das auch letztes Mal gekauft hatte. Ja. Mache ich, bin Pinselwaschfaul, dann nehme ich den gleichen von gerade auch. Bin da jetzt einmal kurz durchgeswiped und ja, da habe ich auf jeden Fall jetzt einen schönen Glow. Den mag ich auch und das ist auch meine Farbe, ne? Halt nicht dieses Güldene oder so, sondern das hier. Und ich muss wirklich sagen, dass ich irgendwie finde, dass die Kamera ein schärferes Bild hat. Ich bin auch auf den Ton sehr, sehr gespannt. Nun, auf jeden Fall, gefällt mir das jetzt schon mal ganz gut. Ich werde jetzt meine Augenbrauen machen. Da habe ich hier diesen Eyebrow Designer in der Farbe Light Brown. Ich weiß nicht, ob Asam auch überhaupt irgendwelche blonden Farben hätte. Ja, ist ein bisschen dicker von der Mine her. Ist so zum Rausdrehen. Auf der anderen Seite gibt es einen Spoolie. Und damit werde ich jetzt meine Augenbrauen etwas definieren. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich etwas dunkler sein, als das, was ich normalerweise so tragen wollen würde. Mal gucken. Deswegen gehe ich auch extra nur ganz, ganz leicht rein. Nicht übertreiben hier, ne? Okay, andere Seite hoffentlich auch nicht übertreiben.
Ich mag diesen Augenbrauenstift an und für sich richtig gerne. Würde mich halt echt freuen, wenn die den halt auch in genau diesem aschigen Ton, aber vielleicht eine Mini-Nuance heller rausbringen würden. Augenbrauen-Gel habe ich jetzt soweit nicht, deswegen verwende ich das, was ich aktuell in Anwendung habe. Perfektion sieht ein bisschen anders aus, aber ich finde es okay. Ich würde mir jetzt gerne mit euch zusammen einen Lidschattenlook schminken und da bin ich echt gespannt, wie die Galaxy Wipes Palette performen wird. Das ist diese hier. Ich bin eigentlich nicht so ein Ultra-Fan von den Asam Lidschatten, aber wir haben hier zwei sehr, sehr schöne Farbkonstellationen drin. Einmal dieses bläuliche und auch dieses bärige. Bei dem bärigen bin ich persönlich von der Konstellation etwas mehr überzeugt, weil wir hier auch zwei matte, zwei schimmernde Töne haben. Bei dem bläulichen haben wir wirklich einen einzigen matten Ton und der Rest sind Schimmertöne. Und ich glaube, weil es ein bisschen schwieriger ist, eben hiermit einen Look zu machen, mache ich das auch, damit ihr da auch ein bisschen Inspiration bekommt. Ja, und im Prinzip kannst du die natürlich auch verbinden. Vielleicht mache ich das auch, wobei das kann schnell sehr, sehr wild aussehen. Mal gucken. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass das jetzt symmetrisch ist. Okay, also wir starten mit diesem Ton hier einfach als Basis. Das kannst du ja für die beiden Seiten auch verwenden. Warum eigentlich nicht, ne? Und dann trage ich mir den ganz entspannt auf. Als nächstes gehe ich in diesen wunderschönen matten Petrolton rein. Dieses finde ich sehr, sehr hübsch, ne? Also wirklich ein ganz, ganz toller, gelungener Ton. Wenn der jetzt auch noch auf dem Auge so rauskommt, dann bin ich happy. Und den trage ich mir erstmal hier außen auf und auch in meine Lidfalte. Also die Pigmentierung ist okay, ne? Sie haut einen nicht vom Hocker, sie ist einfach okay. Okay, wenn ich jetzt versuche, den auch ein bisschen mehr aufzubauen, wird der eher fleckig. Also beeindruckend ist der Ton jetzt auf gar keinen Fall, ne? Meine Meinung. So, jetzt möchte ich ganz gerne, weil ich das ganz hübsch finde, so von der Idee her, mir diesen lila Ton nehmen und den setze ich mir so ein bisschen entlang dieser Kante, weil es soll dann wie so ein Liner-Ton werden. Mal gucken, ob das was wird. Naja, nee, also, kann man machen, muss man nicht. Dieses Blau setze ich mir auch ein bisschen an meinen unteren Wimpernkranz. Wobei es ja eher so ein Türkis ist, ne? Ja, ich nehme jetzt mal schon mal die Klebis ab und guck mal, ob das irgendwie was geworden ist. Ja, ein bisschen, ne? Ist auf jeden Fall fancy. Ja, also jetzt, ich bin noch nicht, mal gucken, wie die Schimmertöne jetzt werden. Ich bin noch nicht ganz so hyped. Also, ich habe jetzt keinen Glitter-Dingenskirchen von M. Asam, deswegen verwende ich hier mal einen von Sample Beauty, weil meiner von NYX ist leer quasi. So, und auf dieses Sticky Base gebe ich mir natürlich jetzt die Schimmertöne. Dann nehme ich zuallererst mal dieses Silber. Oh, sehr, sehr weich. Sehr, sehr weich. Sehr, sehr schöner Ton. Den setze ich mir hier dann auf mein bewegliches Lid. Auch so ein bisschen was von dem ganz dunkelblau Schimmerton hier in der Palette setze ich mir dann hier außen drauf. Aber versuche nicht unbedingt dann über diesen Liner-Effekt zu malen. Und für meinen Innenwinkel nehme ich dann diesen ganz, ganz hellen Ton hier auf. Den kann ich dann auch im inneren Drittel verwenden. Boah, also die sind wirklich sehr, sehr flaky, ne? Da muss man ein bisschen mit aufpassen. Definitiv empfehle ich da auch ein Glitterglue drunter zu packen. Ansonsten, ja, es rieselt jetzt schon, ne? Also das ist halt stark pigmentiert, damit man auch wirklich was auf sein Auge bekommt. Was auch sehr schön ist, ne? Also es knallt. Aber da musst du aufpassen, dass es auch auf dem Auge drauf bleibt. Also deswegen irgendwas, NYX hat ja auch diesen Glitterglue und so, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, sonst hast du da nicht lange Freude dran. Ich weiß nicht. Also die Schimmertöne sind, wie gesagt, richtig schön. Die matten Töne finde ich gar nicht gut. Also die sind sehr mäh geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe hier außen auch nichts wirklich Dunkles oder so, sodass ich da auch irgendwie so eine Art Loch habe, was ich sehr, sehr schade finde. Aber gut, ich habe hier Eyeliner und so weiter, da kann man das Ganze noch ein bisschen korrigieren. Ja, ansonsten, die Schimmertöne, also wegen der Schimmertöne behalte ich die Palette, ne? Das ist auf jeden Fall eine gute, gute Qualität, aber die matten Töne, die beiden dunklen, die hier drin sind, die haben es jetzt nicht so unbedingt drauf. Also ist nicht so meine Welt. Okay, ja. Ich habe jetzt hier keinen schwarzen Eyeliner von Asam, dann nehme ich jetzt auch den, den ich jetzt hier aktuell offen habe. Also mit Eyeliner gefällt es mir auf jeden Fall viel, viel besser, ne? Aber ich würde sagen, dass die Schönheit von der Base, die ich jetzt hier drauf habe,
durch den Augenlook schon so ein bisschen kaputt gemacht wird. Deswegen ich jetzt einfach hoffe, dass die nächsten Produkte das auch ein bisschen rausreißen werden. Mal gucken. Also das Ganze wird jetzt natürlich ja auch so ein bisschen festlicher, ein bisschen glittery, glamoury mäßig unterwegs sein dürfen, weil wir jetzt ja auch Weihnachten vor der Tür haben und auch Silvester. Und da gibt es jetzt diesen Glitter Lash and Liner. Ja, in der Farbe Gold Blink. Passt jetzt eigentlich gar nicht zu dem kühlen Look, den ich so drauf habe, aber probieren kann man es auf jeden Fall. Eigentlich haben wir hier einen Dip Eyeliner. Du kannst dir damit auch die Wimpern anmalen, aber das ist jetzt echt nicht meine Welt, ne? Also da werde ich mir gleich schön meine Wimpern schwarz tuschen. Hier versuche ich jetzt einfach mal quasi ja, hier außen noch eine Linie zu ziehen. Ja, sehr, sehr breit geworden, ne? Das habe ich nicht schön gemacht. Ich habe das jetzt so ein bisschen auch hochgezogen. Weiß nicht, ob das besser aussieht, aber, ne? Wie so funkelnde Sterne über dem Lidschattenlook. Das war gerade so meine Idee dazu. Weil es halt nicht gerade so gelungen war, das so fein zu malen. Trocknet eigentlich ganz gut. Ja, so würde das dann feiner aussehen, ne? Wenn ich jetzt halt wirklich nur so eine kleine Linie da so zeichnen würde. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Vor allem, weil das ja so fleckig vom Look aussieht. Das ist so ein kleines bisschen nochmal gerettet. Aber so ganz mein Vibe ist es jetzt in diesem Look nicht. Ich kann mir aber vorstellen, bei anderen Looks, dass es gut aussehen kann. Ne? Wenn man das vielleicht sonst auch als Topper über den Lidschatten nochmal drüber gibt, kann das gut aussehen. Da passt es jetzt gerade nicht. Okay, hier habe ich jetzt nochmal das Sparkling Make-up Fixing Spray. Das ist dieses hier. Wenn man das schüttelt, dann hat man da auch, das ist jetzt nämlich eine Limited Edition, glaube ich, diese Sparkles drin, sodass du da auch diesen Dust siehst, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. Und da hoffe ich jetzt einfach mal, dass mein Gesicht, wobei das ist eigentlich jetzt ne, mit dem Augenlook jetzt relativ pelle, aber dass es nicht zu wild aussieht. Oh, das riecht super alkoholisch. Oh, wow. Yo, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hallo, mein Name ist Disco-Kugel. Freut mich, Sie kennenzulernen. Also jetzt habe ich wirklich im ganzen Gesicht den Glitzer drin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also passt auf jeden Fall natürlich zu Silvester. Ich muss aber sagen, so von meiner Warte aus, fühlt sich das sehr austrocknet an. Also das ist halt schon, also hat diesen Haarspray-Charakter, ne? Das ist schon krass. Boah, hammermäßig. Also, aber das settet, auf jeden Fall. Ja, ich muss meine Wimpern jetzt einfach mal ganz durch den Wind hier. Wow. Wow. Dafür bin ich auch einfach meine Catrice Wimpernzange, ne? So, und von dieser Mascara habe ich so viel Positives gehört, die Cat Eye Volume Mascara. Mal schauen, was die jetzt mit meinen Wimpern anstellt. Ich mag gerne Mascara verwenden und finde, Mascara ist einfach so super wichtig, Leute. Das macht so viel mit den Looks, ne? Wir haben so ein gebogenes Bürstchen, was ein Faserbürstchen ist. Also so ein bisschen bananenförmig. Riecht soweit nach nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht. Also die Mascara ist schön. Also, ne, wirklich, keine Frage. Ich finde nur irgendwie, den letzten kleinen bisschen Schwung, den ich quasi, und auch das kleine bisschen Länge, was ich bräuchte, in den Spitzen. Das macht sie nicht. Aber das ist Meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau. Ansonsten, dafür, dass es in drei Schichten aufgetragen ist, finde ich, sieht es sehr, sehr gut aus. Nicht zu verklebt oder so, ne? Und ich sehe gerade, wie gut die Qualität der Kamera ist. Ihr seht ja alles. Unglaublich. Ich kann hier nichts mehr verstecken vor euch. Ah. Nein, finde ich in Ordnung und finde ich auch genauso richtig. Ja, wow. Wirklich. Also eine schöne Mascara, die jetzt wahrscheinlich mit einem schöneren Augenlook noch schöner zur Geltung kommen würde. Widmen wir uns dem Lippenkonstrukt, was ich mir überlegt habe. Und zwar habe ich hier einmal den Lip Liner oder Lip Designer in der Farbe Almond. Und die Lip Designer von M. Asam sind total schön. Genauso aufgebaut quasi wie dieser Eyebrow Designer. Nur halt hast du hier auf der anderen Seite so ein Pinselchen. Du kannst den auch easy
komplett auf die Lippe auftragen. Also theoretisch brauchst du da keinen wirklichen Lippenstift zu. Ne? Und ja, den habe ich in, ich glaube, 4 verschiedenen Farben mittlerweile. Und die Farbe Almond ist halt so ein richtiger My Lips But Better Ton. Ne? Also mag ich auch einfach so sehr, sehr gerne. Einen leichten Gloss drüber, fertig ist die Laube. Würde jetzt auch zum Augenlook sehr gut passen. Ich habe jetzt hier aber mir noch einen neuen bestellt und zwar in der Farbe irgendwie Almond Sparkle Brilliant Shine Lipstick, genau. Und das ist auch die Farbe Almond, also Mandel. Und das möchte ich mir dann gerne jetzt einmal drüber geben. Der hat auch so einen Glow mit drin, was ich auch sehr, sehr hübsch finde. Wird jetzt kein super langanhaltender Lippenstift sein, ist klar, ne? Weil es halt jetzt nicht irgendwie extra long lasting ist oder so. Aber die Farbe gefällt mir und auch der Glow da drin ist subtil, der ist nicht zu intensiv, das schließt übrigens magnetisch, was ich sehr nice finde. Und jetzt habe ich noch zu guter Letzt, denn auch das finden wir bei M. Asam, Düfte. Einmal Glorious Moments und The Scent of Magic. Ich weiß nicht, möchte ich glamourös riechen oder möchte ich Magie haben? Ich glaube, ich möchte Magie haben. Das ist jetzt mehr so meins. Ja, der ist mehr meins. Die sind nicht super langanhaltend, meiner Meinung nach, aber sie sind einfach schöne Düfte und ich glaube, dass das sogar irgendwelche Parfümalternativen zu irgendwas teilweise sein sollen. So, jetzt rieche ich gut. Der Augenlook ist gewöhnungsbedürftig. Von Weitem gar kein Problem, von Namen finde ich ihn gruselig. Ich finde die Lippengeschichte wunderschön. Ich mag auch die Base, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich hier so das ein oder andere vielleicht etwas besser abgedeckt hätte. Aber egal, ich würde jetzt auch einfach mal die Haare aufmachen. Ich habe jetzt gerade keinen Schmuck um. Könnte ich nachher mal umtun, aber ne, dass man das einfach mal so im Gesamten sieht, wie das dann so auch festtagsmäßig aussehen würde, weil ich schminke jetzt ja diese Woche auch relativ viele Festtagslooks, dass man da einfach auch ein bisschen Inspiration bekommt, wenn man möchte. Ich finde, das sieht gut aus, jetzt so im Großen und Ganzen. Und ich finde auch, dass M. Asam mit der Magic Finish-Reihe wirklich wundervolle Produkte hat. An den Lidschatten müssen die noch ein bisschen feilen. Bei den Wimpern würde ich mir wünschen, dass M. Asam auch so irgendeine Mascara rausbringt, die halt richtig krass ist, die richtig Wawawoom Lashes macht. Das ist halt voll mein Vibe. Das Fixing Spray empfehle ich euch bedingt, wenn ihr eine sehr sensible Haut habt oder eine sehr, sehr trockene Haut, könnte das tatsächlich zu trocken werden. Ich finde, dass es aber jetzt so im Gesamten ganz gut sich anfühlt, aber man hat schon dieses Haarspray-Effekt-Gedönsen, ne? Es hat auch Glitzer mit drin oder Schimmer. Ich finde, dass mein Gesicht richtig krass glowy geworden ist dadurch. Was mir persönlich aber gefällt, vor der Kamera auf jeden Fall, hinter der Kamera, wenn ich jetzt irgendwie, ja doch Weihnachten und ja und Silvester schon, aber ich glaube, so im Alltag wäre es ein bisschen zu viel. Ansonsten gefallen mir die Produkte schon. Also eigentlich wird alles hier soweit bei mir bleiben, bis auf diesen Cream Liquid Blush, wie auch immer, den habe ich jetzt nicht so gefeiert. Und bei dem Eyeliner muss ich noch ein bisschen rumspielen. Das hat jetzt mit dem Look einfach nicht so harmoniert. Und ja, ihr Lieben, habt ihr mit irgendeinem dieser Produkte schon eure Erfahrung gemacht? Dann schreibt es gerne in die Kommentare oder habt ihr eine Empfehlung für die Community? Das würde mich auch total interessieren. Denn ich mache super gerne immer mal wieder auch diese Fullface-Reihe mit verschiedenen Marken und auch natürlich mit M. Asam. Alle Produkte sind natürlich in der Infobox verlinkt. Schau gerne mal vorbei und denkt an die Codes von Alina und auch von Maxim, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr nämlich die beiden supporten. Ja, das wäre es ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.